Ich wünsche allen Abgeordneten eine erfolgreiche Arbeit für unser Land und unsere Regierung. Meine Damen und Herren, ich fand die Rede eben erfreulich kurz. Mir hat man komischerweise gesagt, ich soll 3 Minuten länger reden. Mal sehen, ob ich das hinkriege. Es ist auch eine gute Zeit, ein Anlass nochmal über das gute Zusammenleben zwischen Politik und auch Medienlandschaft an dieser Stelle zu reden. Uns bewegen, wir müssen attraktiv sein. Und also sind wir doch wachsend. Wachsend. Nicht nach Einwohner zählen, sondern an Herausforderungen, die wir annehmen, wachsen, würde ich das bezeichnen wollen. Wir sind das Thema Bildung. Wir haben das Thema Ziele. Was für ein Jahr 2017. Ein Zeitungsjahr. Es begann präsidial, Sie erinnern sich, also vielleicht nicht überall, es gab einen neuen Amtsinhaber in den Staaten. Die Hake und die Hake am Sonntag hat ihren Leserinnen und Lesern im letzten Jahr 11.000 Seiten geschrieben, gedruckt und geliefert. Jedem Leser 11.000 Seiten. Doch keine Kritikgruppen mit Mutti und dem Großvisier gibt womöglich das breite linke Bündnis, genannt Breitenbü, das ist die Kehrsprache der SED. Aber was wollten Sie denn machen, wenn das nichts wird? Elternzeit oder Zahnarzthelfen mit dem Goslar? Nein. Halt fest, er wurde Außenminister. Der Mann, den Sie Hilti nannten, wegen seiner sensiblen Auftreten.